Die nächste Strecke ist Totsfabrik. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Genau. Ja, ich werde wahrscheinlich auch dazu noch ein Info-Video machen. Auf meinem Twitter-Kanal, der verlinkt wird. Aber ich werde jetzt auch versuchen, sofort auf meinen Twitter-Account, meinen Google-Plus-Account und so weiter auch meine Videos zu verlinken. Und ich hoffe, dass ich auch noch machen werde, dass ich dann Zeit dazu habe. Und momentan habe ich ja auch viel zu tun. Obwohl ich auch noch eine gute Vorproduktion habe. Es läuft perfekt mit der Vorproduktion. Ich würde sagen, dass ich so viel Vorproduktion habe, dass ich die Zeit auch finde. Weil ich so viele Videos zu produzieren kann, dass ich jetzt halt eine Pause kriege oder so. Manchmal verpasse ich auch irgendwie einzustellen und so, dann kommen die es halt später und bauen kriegt und bauen die Dodge, obwohl ich immer so, oh je, oh, yeah, ich bin einfach mit den Sternen eingefahren. Weil ich nicht schaffe, den Ding, aber ich kann nicht so gut. Ah ja, lol, keine Glückstrecke. Aber Spiegel kann ich nicht so gut. Normal würde es ja, aber ich bin noch lange nicht mehr. Ich habe lange auch nicht mehr den Job noch gemacht, deswegen. Den habe ich aber schon mal im. Jetzt vielleicht schon mal gezeigt, das war es. Moon Jump, würde ich sagen. Habe ich mal gemacht, glaube ich. Nee, das wird später gezeigt. Sorry. Also ich muss jetzt vorne halten. Egal. So, gut. Probieren wir nochmal. Ja, komm, das hier ist. Wir können es erstmal erlauben. Wenn wir sind, ist es schön. Volle Konzentration jetzt. So. Ja, jetzt war ich böse. Eigentlich muss ich froh sein, dass ich das gemacht habe, weil wenn ich das verkackt hätte, wäre das blöd. Wenn ich ihn nicht kriegte, dann würde ich einen Moment nicht mehr. Egal. Vielleicht machen wir es noch in der letzten Runde, weil wir sind sowieso ganz gut. Wenn wir jetzt 6. oder 5. werden, und das wäre nämlich dann ein Minimum. So, jetzt mal weg. Jubilee. Bringen wir uns nach vorne. Ja. Oh. Ah, jetzt zieh ich nicht mehr. Jetzt krieg ich gar nichts mehr. Nee. Jetzt überlasse ich mal. Und möglichst einen guten Rang zu bringen. Und So, komm. Nein! Ah, schade. Aber ich hatte Luck. Muss ich ehrlich zugeben. Das war Luck. Also ich so weit nach vorne gekommen bin, naja. Oh, ich bin schon bei knapp 43 Minuten Aufnahme mit Pausen. Also ich nehme mir alles mit Pausen auf, schneide ich danach alles raus. Deswegen. Ja. Was soll ich noch sagen? Eigentlich nichts, ne? Naja, wir nehmen noch ein bisschen auf. Ja, ich nehme jetzt noch ein bisschen weiter auf. Mal gucken, wie lange ich aufnehme. Nicht mehr lange. So auf 10, 15 Minuten nehme ich noch auf. Und dann eine Pause. Und ja, dann höre ich auf, weil ich denke, das ist eine schöne Sache, weil ich jetzt alle. Also, ich habe es so gemacht, dass ich jetzt im 16. kommt der erste Teil, danach der erste Teil, dann der 16.30 der zweite. Und je nachdem, wie viele Teile noch kommen werden, vielleicht ein dritter Teil, dann 17 Uhr und dann der. Wenn ein vierter Teil kommt, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich für 3 Teile und so. Dann, ja, natürlich sehr schön. Und, ach Mann, ey, ich kann mich einfach verschissen. So, Stern. Ja, schön. Kommentare beantworte ich viele, also LOL, hab ich jetzt gemacht. Meine Güte, was wird das denn? LOL. Ja, Kommentare beantworte ich immer sehr, sehr gerne, macht auch viel Spaß. Natürlich kann ich nur mal Kommentare kommen und ich werde mich da drum, wenn es irgendwie Kommentare schreibt. Jeder kann ja so Kommentare schreiben, also manche vorne so, ja, du musst jetzt was mit Kommentaren schreiben, so schreibe ich das gar nicht eigentlich, ne? Weil du kannst es ja wieder wegschauen und dann weißt du von gar nichts. Und ich sage, scheiße sein. Naja, man so lange geredet, ich habe letztens ja, ich habe nur erzählt, dass ich was trinken soll, will, aber musste, weil
ich so fröhlich war und erstmal eine Minecraft-Aufgabe machen habe, erstmal eine Stunde, die Stunde halt ich aufgenommen habe, und nachmittag, die ich halt doppelt an Kinder gemacht habe. Und danach habe ich dann die Mario Kart Aufnahme dann halt nachkommentiert. Und das dann alles zusammen. Also ich habe es direkt in einem Abend gemacht, weil ich auch keine Lust gehabt, es mir aufzuschieben oder so. Und dann hat man halt aus der Tür, das ist hinter dir und so. Und ja, das habe ich auch getan. Hat mir Spaß gemacht. Naja, war ja schon ein bisschen anstrengend, aber ich habe es gern gemacht. Also, hat mir auch ein bisschen Freude gemacht, irgendwie aufzunehmen. Und wenn es halt nicht so gefällt, ist das natürlich die schönste Belohnung, würde ich mal sagen. Ne? Und wenn es Leute sich auch noch überhaupt anschauen, gefällt es mir natürlich auch und freut es auch. Dann denkt man sich, ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Es schauen überhaupt welche und dann denkt man sich, ja, du hast Gutes gemacht. Du hast was Gutes für die Gesellschaft gemacht. Okay, weiter. So, ja. Gehen wir weiter. Geht's ja, Donkey Kongs Dschungel. Donkey Kongs Bergmann. Ja. So. Ich bin ja eine Zeit lang in Outer City auf, weil ich jetzt auch gerade mache, wie ich das gemacht habe, wie ich verwendet habe, weil es nicht mehr ist. Alles jetzt für Ton oder Audio ist immer für Outer City. Was natürlich eine gute Sache ist, also Outer City, muss ich sagen, beeindruckt mich sehr. Also es ist ein wirklich tolles Programm, wirklich zu empfehlen. Und ja. Also und außen noch kostenlos, das ist auch noch etwas Gutes, weil du kannst ja zum Beispiel auch nur Informationsvideos machen und du hast auch noch nicht mehr ja, ne? Oh, genau mein Effekt. Das sind die Fies, wenn du die alte Effektbox einlegst. So. Oh. Oh, die Funky sind vorne. Oh, ich hätte nicht getroffen, wenn die gar nicht da wäre. Oh, gut, da drin ist der Berg. Ich drin nicht an. Und, ah, nein. Komm, wir werden erstmal sagen, jawohl, da ist der Platz. Und da schießt die Kanone nach und dann natürlich Leute nach drin in den Berg hinein. Die randaliert wird wie sonst was. Randaliert wird. Sehr geil. Kann ich jetzt nachher noch kriegen. So. Geil. Sehr geil. So. Ich glaube, das ist die Verwandlung. Und zwar ist so, dass ich da auch Tonspur sind, aber ja, ich muss mir rauchen kann und sowas. Also, da stecke ich mittlerweile schon so viel Tonspur, aber ich kann das nicht. Also, ich schon, sagen wir pro Video vielleicht 3 Stunden, die ich opfere. Was ist nicht schlimm ist, ich gehe jetzt mal gerade anrufen. Aber manchmal wird auch gerecht, dass ich 4 Stunden drauf bin, auf der Session. Und ich werde auch auf der Session. Mal, sagen wir mal, dann hätte ich mich für fast dieses Video zum Spiel noch angesetzt. Ist ja einfach hier, ne? Ist ja auch so. Und Wasserplatz. Puh. Ah, ich denke mal, wir beenden das jetzt auch mal, oder? Ach komm, haben wir noch ein Rennen als Abschluss, als krönender Abschluss. Und dann, ja, beende ich auch diese 50. Folge. Würde ich mal sagen. So. Ach ja, ich erinnere mich noch, also nochmal zu Outer City zurück, darüber will ich noch reden. Ja. Das ist 64, sehr geil. Und das machen wir nochmal im letzten Rennen. Bis gleich. Blätterwald wird der Abschluss dieser langen 50. Folge von Mario Kart Wii beenden. Ja. Spaß. Ja, nochmal Outer City, ist jetzt schon sehr, sehr lange in die Tonspur, weil ich die dann sozusagen alles abbaut, die auch schon so als Entfernung und so Richtungsspuren, die gute Möglichkeit sind, dass ihr wirklich gute Audioqualität und so, weil wir achten sehr stark auf die Audioqualität und auch schon oder so, weil
irgendwie passt es mir nicht wirklich so, weil ihr kennt es ja, ihr wollt euch zufriedenstellen und so. Und ihr sagt, ah nein, das ist ein Mangel, da muss man arbeiten. Das heißt, wenn ich Lusche bin ich eigentlich gewappnet worden. Lusche bin ich bisher. Ne, doch, hab ich schon mal gedacht. Doch, hab ich schon mal gedacht. Das weiß ich noch. Oh. Yes! Sehr gut. Okay. Weil wenn jetzt kein Blitz kommt, dann könnte ich theoretisch auch die Blutschilde abschließen. Und wenn ich auch Glück habe, noch einen Touch, dann ist ja natürlich noch mehr. Fehler von dir. Die Führung ohne Umbruch. Oh, ich hab's nicht mehr. Wenn ich die abbekomme, dann bin ich noch genau so runtergefallen. Sehr schön. Ja, 50 Folgen, ja, würde ich sagen. Das ist eine lange Zahl, eine große Zahl, würde ich sagen. Weil ich so viele Folgen machen will, die habe ich selber nicht gemacht. Aber schon eine schöne Zahl. Natürlich, 50 Folgen würde ich sagen, oh, ich bin viel. Ich habe es auch nicht täglich groß gemacht, deswegen ist ja auch nichts was anderes, weil ich ja jeden Tag sozusagen ein anderes Projekt rausbringe und das logisch ist. Ich mache es ja immer als Ende logisch. Und was mache ich denn da? Nein, oh! Vielleicht hat er gefallen, also würde ich wieder an. Da jemand sagt, nein. Doch. Wow, je. Yeah. Okay. Dann noch einen Effekt. Erster Platz. Jawohl, wir binden nur sogar mit dem ersten Platz. Ja, 50 Folgen, wenn man bedenkt, dass die Qualität von der ersten jetzt zum Beispiel zur 50. komplett anders ist. Da ich ja früher mit dem Grabber aufgenommen habe, mittlerweile jetzt mit der Elgato Game Capture und ja. 8488 beenden wir auch und wir haben einen den 9999er 10 Minuspunkte verschafft. Ja, 50 Folgen, das ist eine schöne Zahl. Ich möchte natürlich mal bei vielen Zuschauern bedanken, die meine Let's Plays regelmäßig verfolgen, denen es auch Spaß macht, meine Let's Plays zu verfolgen. Und ja, auf weitere 50 Folgen, vielleicht werden es auch mehr Folgen. Mal gucken wir mal, wie weit oder wie lang dieses Let's Play wird. Ist ja soweit ein endlos Let's Play. Vielleicht mache ich auch so lange das Mario Kart U. Und wenn ich vielleicht zufällig ein View habe, dann könnte ich das natürlich auch dann sozusagen überleiten auf eine neue Mario Kart Generation. Geht ja. Aber Mario Kart 7 werde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen, weil ich habe keine Elgato Game Capture HD. Ach Quatsch. Ich habe keine diese 3DS Capture Card oder so. Die habe ich ja nicht und die ist auch für mich ein bisschen zu teuer. Und das wird auch sowieso nicht funktionieren. Deswegen bleibe ich auf der Wii und dann gucken wir mal, was so alles läuft. Und abfilmen würde ich jetzt auch nicht so gern, weil ich weiß nicht, ist nicht so mein Stil. Und ich würde auch nicht die Kamera gerade halten können oder ein Stativ oder so, ich weiß nicht. Lass mich lieber mal. Auf jeden Fall 50 Folgen ist eine schöne Zahl, gefällt mir auch. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei meinen Zuschauern, die hier mein Let's Play sehr, sehr gerne verfolgen. Spaß haben, Freude haben und ja. Weitere 50 Folgen, Ideen, wenn ihr Ideen habt, Themenvorschläge, alles andere, könnt ihr mir sagen, oder eure Meinung, eure Danksagung und was auch immer, könnt ihr gerne machen, so wie ich es gemacht, ups, ja. Und dann bedanke ich mich noch bei, wo ist sie denn? Elenator, dass du mit mir gefahren bist und wir haben ein schönes Duell, ein Sieg habe ich und sie hat zwei, sie war, ist ja nicht schlimm. Okay, Guys, wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge, wahrscheinlich beim Abo-Special und in der 56. Folge sind wir wieder online bei Mario Kart Wii Online. Bis dahin, tschüss.